Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine kleine nette Runde Bloons Monkey City. So, ich komme einfach nicht los von meiner zweiten Start. Es gibt einfach so viel zu tun. Darum sage ich jetzt mal ein, zwei Folgen nur hier, wie ich die ganze Zeit sage, und dann gehen wir wirklich rüber. Wir sind jetzt schon, ich wollte gerade sagen Wave 13, Level 13 hier. Und ich würde sagen, wir machen nur den 14er. Und dann gehen wir rüber. Jo. Ich möchte hier nur ein bisschen die Banken upgraden, dass wir hier Reservegeld machen können. Ich sage euch mal was anderes. Und zwar, was mache ich offline? Ich mache grundsätzlich nichts offline, weil ich euch alles zeigen will. Das Einzige, was ich mache, ist hin und wieder mal einloggen. Einfach nur einloggen, so wie jetzt gerade. Und Geld kassieren. Das ist alles. Ja. Ansonsten, ich werde nichts bauen oder einnehmen oder irgendwie spielen. Im Höchstfall, sage ich mal, upgrade ich irgendwas, weil die brauchen ja tagelang drüben auf der anderen Stadt. Aber sonst mache ich nichts ohne euch. Also ich zeige alles und ja, das ist so mein Ding, weil ich will da nichts verheimlichen oder so. Oder offline spielen, dann kann ich ja gleich aufnehmen. Ne? So, also wie gesagt, was ich machen möchte, ist diese Banken hier upgraden. Das kostet 7000. Jo, und da sind wir bald dabei. Ich würde sagen, wir machen eine Runde. Let's go! Auf Hardcore. So, was haben wir hier? Den schönen Fluss. Den werden wir jetzt ganz Hardcore einnehmen. Mit einer Spike Factory. Mit so einem Sittenstrolch hier. Jo, und dann machen wir gleich Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. So, läuft, läuft, läuft. Es läuft wie ein Butterbrötchen. So, wir nehmen zuerst mal mehr Spikes. Danach nehmen wir stärkere Spikes und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was abgeht. Was wir machen können und so weiter. Läuft eigentlich ganz gut so bisher. So, wir bräuchten langsam ein bisschen Upgrade. Es wird ein bisschen eng hier hinten. Und ich möchte gerne das mit der Spike Factory machen. Ist doch mein Lieblingstower. Und klären wir das Moos zusammen. Wir haben's. Es sind die stärkeren Spikes jetzt unterwegs. Wave 5 von 11. So, jetzt werden wir den hier auch ein bisschen fördern, dass wir ein bisschen Wumms in der Hose haben hier. Aber mit den stärkeren Spikes haben wir ein bisschen Luft, sage ich mal, dass wir hier gleich überrannt werden. Wir sind in der Wave. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wave 6 von 11. So, dann nehmen wir gleich noch mehr Spikes. Wave 7. Kommt einiges, aber die Spike Factory macht es. So, 12,95 brauchen wir, Leute. Hammer. Noch mehr Spikes hier. Wo sind wir? Wave 8 von 11. So. Jetzt müssen wir auch noch ein bisschen was dazu nehmen, dann, sonst wird es hier zu stressig. Ich würde sagen, wir nehmen einfach einen zweiten Affen. Affen sind gut und günstig. So. Läuft. Und einen dritten Affen. So, das ist Wave 10. Und die Wave 11, die letzte. Jetzt müssen wir nichts mehr machen, das läuft hier. Oh, schon ein bisschen knapp, aber es geht, es geht, es geht. Alles Roger in Kambodscha.
So, wir haben es schön geschafft. 10 Blowstones für uns. Yippie-ho. So, mit Hilfe dieser zweiten Stadt haben wir sehr, sehr viele Bluestones hier gekriegt. Das ist richtig nice. Es ist halt leichter wie drüben hier, wegen dem Hardcore-Modus auch. Und wir haben 4 Kisten. Wir sind auch aufgestiegen und so weiter. Da können wir mal aufmachen, das habe ich ganz vergessen. 2-mal lila, das ist super. Und 1-mal blau. Plus 1-mal all Boss-Abilities. Das ist doch eine super Sache. Die Kanone. Der Gluganer kriegt 160 Flocken. Woohoo! Das ist natürlich nice. Und wir nehmen die nächste Kiste. 1, 2, 3, 4. Wieder was Blaues. Ey, ist Weihnachten oder was? 5 Monkey Boosts. Da sind wir auch dabei. Das Schiff kriegt was. Der Mortar und der Ninja. Und weiter geht's mit der nächsten Kiste. 1, 2, 3, 4. Was haben wir hier Schönes? Wir haben die Bananenfarm. Den Sniper, der müsste aufsteigen. Ja, Mann. Jetzt hat er Level 3. Every second shoot pops plus one layer. Sehr nützlich. So, das ist sehr nützlich. Der Bombentower kriegt was und die Supermonkeys kriegen auch was spendiert. So, eine Kiste haben wir noch. Zack, boom, bang, mach dich auf. 1, 2, 3, 4, mach dich nackig, Kiste. Ich will sehen, was drin ist. Ein Dartgunner. So ein MG war das. So, dann der Dartgunner. Der Bumerang, der müsste auch bald aufstellen. Und der Mortar, der mir eigentlich scheißegal ist, ehrlich gesagt. Jo, bin zufrieden, läuft. Mal ein bisschen was gekriegt hier. Haben ein bisschen was gekriegt. So, wie sieht's jetzt aus? Es sieht folgendermaßen aus. Wir kassieren Geld. Und wir haben 7000, das heißt, die erste Bank kann ich upgraden. Oh, das geht erst mit Level 15, sehe ich gerade. Das ist aber nicht nice. Na gut, dann schauen wir in den normalen Upgrades, was hier abgeht. Ich würde gerne das haben, da brauchen wir aber 7500. Das heißt, ich werde sparen, weil die dicken Spikes hier, das sind wirklich kleine Huren. Die sind richtig geil. So, was machen wir denn da Feines, Leute? Was machen wir denn da Feines? Ich schaue mal unser Dorf an, wie sieht's denn aus? Ich mache das immer ein bisschen gerne gerade und so. Wir könnten auch einen Boss fisten, dann kriegen wir wieder was Schönes. Jo, mach mal einen Boss. Übrigens, eine neue Map, die kenne ich noch nicht. Wo fängt's an? Hier. So, das geht dann so rum irgendwie. Aha. Schöne Map, schöne Map. Die gefällt mir. Das gehen wir hier hinten hin. Und das gehen wir hier hin. So, dann mehr Spikes. Und let's go. Wave 1 von 7. Locker, zackig, flockig wird es gehen. Denke ich mal. Es läuft wie ein Butterbrötchen. So, Wave 2. Die Waves sind hier ein bisschen länger, kommt mir vor. Aber ist okay. Ist okay. Wir machen das schon. So, jetzt kriegen wir gleich die stärkeren Specs. Das sind ganz wichtig. So. Und jetzt werden wir wieder Kohle, Moos und Money sammeln. Denn ohne Moos ist nichts los. Wir werden mehr Spikes hier nehmen gleich. 11,95 brauchen wir. Wir sind in der Wave 3 von 7. So, die Kohle haben wir gleich zusammen. Das ist nicht das Problem. Oh, lalalalala. Was ist denn mit euch hier? Bloons, ihr Säcke. Da wollen die uns in den Popo. Aber das läuft nicht. So, mal ein bisschen langsamer hier. Hallo, hallo. Guten Morgen, Bloons. Die geben hier den Turbo rein heute. Die kleinen Säcke. So, dann würde ich sagen, wir nehmen sowas da. Das ist nämlich wirklich nützlich. So, hier hin. Und let's go. Wave 4 von 7. Wave 5 von 7. So, jetzt gibt es ordentlich Zunder hier. So, dann nehmen wir nur einen zweiten. Den gehen wir hier hin.
und Wave 6 von 7. So, ich bräuchte nur ein bisschen Verstärkung, dann nehmen wir nur eine zweite Spike Factory einfach ganz frech. Da kommt nichts mehr durch. Wave 7 von 7, die letzte Wave, Leute. So, hier nochmal stärkere Spikes und das war's. Da wird nichts mehr sein. Rumsti, bumsti, bumsti geht's da. Und gleich haben wir's. Zack, bum, bang. Wir sind beim Boss. Jawohl. Jawohl. So. Schauen wir sie mal kurz um. Ja, den Boss machen wir gleich. Ich möchte nur hier diese... Oh. Falsche Taste. Ich möchte nur hier diese Kiste öffnen, weil da kriegen wir ja was. Und wer weiß, vielleicht ein Upgrade, das kann man ja ausnutzen. Wir haben schon wieder was Blaues, ey. Irgendwie haben wir Glück mit den Kisten. 4 Monkey-Kisten, Mada, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wenn das nichts Geiles ist, weiß ich es auch nicht. So. Das rentiert sich, weil das sind immerhin 16 Upgrades für uns. Ja, Mann, das war der Joker. Sag mal, ist irgendeine Aktion, dass wir hier jetzt 5 Monkey Boosts, jawohl, dass wir hier diese blauen Karten hier die ganze Zeit kriegen? Muss ich mal nachschauen kurz. Ist hier irgendeine Kartenaktion? Hier, Kartensale. Was ist das? Ja, das sind die günstiger oder so irgendwie, aber das ist es ja wohl nicht. Das ist es auch nicht. Bananen? Nö. Das da, Monkey Team? Ne, das heißt nur, dass wir irgendwas kriegen. Nö, ist keine Aktion, sondern wir haben einfach nur ein bisschen Glück im Moment. Das ist natürlich supi-dupi. So, dann machen wir weiter auf. 1, 2, 3, 4. Also, Super Monkey ist der Bombenshooter. Das Schiff kriegt wieder was und nochmal Bombenshooter. Ja, der Level 4, der ist schon ziemlich hoch. Ich weiß gar nicht, wie viel Level das insgesamt gibt. Aber schon einige wahrscheinlich. So, der Super Monkey, der Bomber, der Ice Tower und das geben wir hier der Spike Factory. Ich schau mal, wie viel es gibt. 15 Level, also bis wir das voll haben, wenn der Vierer schon so langsam geht, das wird ewig dauern. Ne? Hoppala, jetzt habe ich wieder weggedrückt. Eine Kiste haben wir ja noch. Na, geh auf. Ich will nicht aufgehen, Leute. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir nichts mehr Blaues. So, dann haben wir das Flugzeug und der Gluganer kriegt wieder eine Runde. Jo, schöne Upgrades. Ich würde sagen, Boss, du bist fällig, du kleine Scheißer. So, machen wir den alle hier. Hoffe, das wird hinhauen. Der kommt wieder hier in der Mitte raus. Wie machen wir das? Hier eine Spike Factory. Der hat wahre Wunder gewirkt. Auf den stärksten gehen. Und let's go. Dann nehmen wir hier noch einen. So. Da ist der Scheiße und der kriegt auch gleich voll in die Fresse hier. So, wir werden den Boss hier begrüßen ordentlich. Den Tech-Shooter, den will ich hier lassen. Viel Damage kriegt er hier nicht. Aber es geht. So, jetzt räumt er die Specs wieder ab. Da kommt ein Stahlblum. Ich werde einen Sniper nehmen. Der soll die Stahlbluns hier wegfetzen. So, die Spike Factory steht hier äußerst ungut. Die muss nach hinten, logischerweise. So, die hineinen lasse ich hier. Wir müssen ja den Boss schaffen. Und da kann ich nicht da hinten rumgurken. So, verkaufen wir auch. Der kriegt hier in die Fresse. So, den Sniper, den haben wir schon geupgradet. Der soll auf den stärksten gehen, auch auf den Boss. Man sollte das hinhauen und jetzt werden wir da diese Spike Factory ordentlich upgraden. So, der Boss, der kriegt ordentlich. Oh.
Die Stahlblunts gehen durch, aber das ist mir egal. Ich muss ja nur den Boss schaffen. So, das verkaufen wir. Hier, so ein Ding hier. Oh, der kriegt wieder ordentlich. Das verkaufe ich auch. Hier nur eins hin und das hat sich. So, einen Sniper noch. Und fertig. Gläser weg, der Scheißer hier. Tschüss, Boss. Aber er hält schon mehr aus, das merkt man. Aber wir haben ihn besiegt. Der Scheißer ist defeated. Besiegt. So, das gibt Moos. Es gibt wieder Zeug. Nächste Runde, also nächster Boss kriegt, gibt wieder was. Jo. Ich habe genug für die Bank hier. Ah, das geht erst mit Level 15. Ja, alles klar. Was wollten wir machen? Genau, wir wollten das hier upgraden. Das dauert ja eh lange. Wie lange dauert es? 35 Stunden, also eine gefühlte Ewigkeit. Das lassen wir dann und dann gehen wir in die erste Stadt drüber. Ich werde nur ein bisschen was einnehmen hier und dann war's das. Ja. Stahlblunts, die werden wir doch mal auf Hardcore probieren. Das wird lustig. Das wird jetzt sehr schwierig. Okay, die gehen hier so hin. Boah, das muss ich mal abchecken hier. Das ist gescheit ungute. So. Dann. Boah, das ist idiotisch. So. Und let's go. Wave 1 von 14. Wir haben hier was vor. Ich werde gleich Richtung Stahlblunts gehen. Dass die da nicht durchkommen, das heißt die linke Seite hier von ihm. Wenn die Stahlblunts durchkommen, das ist ganz käsig. Hoffentlich kommen die nicht in Level 2 wieder. Ah, es ist immer ungut, wenn die in Level 2 kommen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zockerandi von Gameplay Deluxe. Tschüss!